Das heißt, den kann man schön hin und her werfen, wenn ihr sprechen wollt. Das hört man auch nicht so laut, wenn der aufschlägt. Ihr müsst in die 6 sprechen und auf keinen Fall in die 1. Eigenbau. Eigenbau, genau. Das ist die Box, die sie heute früh hatten, ne? Diese Catchbox. Die kostet 700 Euro und das ist die 799. Ja, das ist ohne Liquid to Go. Die 799. Ja, aber die Catchbox kostet auch nur die Box, die ist 600. Ach, da ist kein Mikro drin. Ach, okay. Darf ich nicht glauben. Okay, so, also dann muss ich mal hier meine Session aufmachen. Die teile ich dann hier rein, dann seht ihr was. So. Das mache ich auch gleich noch ein bisschen größer. Und ich kopiere euch auch in den Chat. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne hier im Raum in den Chat gehen. Dann seht ihr auch, was die anderen chattet. Dann kriegt die Links mit und ich teile mal den Link jetzt hier noch. Okay. Ja, herzlich willkommen zu der Session. Titel ist Crafting Learning Environments. Wir haben, was ich wer das weiß, hier liegen so ein paar Flyer aus von der LernOS Community im Juli, quasi immer unser Jahresevent. Das war, ich werde gleich auch zur Geschichte noch ein bisschen was erzählen. Letztes Jahr das erste Mal auch in Vollhybrid auf der Kaiserburg in Nürnberg und online. Sind wir dieses Jahr auch wieder mit 150 Leuten vor Ort und 150 online. Und ich würde ganz gern, weil ihr habt es vielleicht so am Titel gesehen, ne, der Titel Blueprint jetzt auch fürs Global Learning Camp, war so ein bisschen das Learning Organization im Kern, da ein bisschen drüber sprechen, was wir da als Thema haben. Und will aber hauptsächlich darüber sprechen, wie man so ein Event-Konzept gestalten kann, wo man so verschiedene Lernformate zusammenbringt. Also da wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal das Konzept von Learning Circles verweben mit Lego Serious Play. Und mit Vernetzungsinseln und das Event erstreckt sich quasi auch über die Woche davor und die Woche danach, wo Leute dann Ergebnisse vorstellen müssen. Und da würde ich gerne einfach mal drüber sprechen, was so unser Gedankengang ist, wie wir es jetzt konzipiert haben. Könnt ihr gerne alle eure Fragen stellen, gerne auch Kritik und Feedback geben. Wir haben noch 2 Monate Zeit, also wir können noch ganz viel mit einbauen. Ich frage mal in die Runde, ob irgendjemand da ist, der noch gar nicht weiß, was LernOS ist. Muss ich dazu was sagen? Also ich kenne es noch nicht. Ich kenne es noch nicht. Ja gut. Nein, okay. Was? Nee. Ja, das passt, das ist ja gut. Ich würde euch so ein bisschen auf die Spuren setzen, wo ihr gucken könnt. Also im Kern ist es so, ich komme ja von der Cognition Akademie in Nürnberg. Wir haben so seit 2001 beschäftigen wir uns mit Wissensmanagement und Entwicklung lernender Organisationen. Und wir haben zu unserem 15-Jährigen mal überlegt, was wir denn so in den nächsten 15 Jahren machen wollen. Und ein Aspekt war, das gesamte Beratungs-Know-how, was sich halt in Projekten ansammelt und ganz viel in internen Präsentationen steckt, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken, das sozusagen zu open sourcen, damit es jeder nutzen kann. Und so ist das LernOS-Projekt entstanden, 2016, wo wir gesagt haben, wir fangen das mal an, in Leitfäden runterzuschreiben. Im Wissensmanagement hat man so 3 Ebenen, persönliches, teamorientiertes und organisationales Wissensmanagement. Also das heißt, es gibt einen Leitfaden für Individuen, für Organisationen und der für Teams kommt auch irgendwann. Der hätte eigentlich Ende letzten Jahres schon fertig sein sollen. Aber was passiert ist, ist, dass ganz viele Leute gesagt haben, das ist eigentlich ein spannender Ansatz, so Know-how für so selbstlernende Gruppen aufzubereiten. Ja, und es sind auf einmal ganz viele Leitfaden-Teams aufgepoppt, die gesagt haben, wir wollen sowas auch machen. Und wenn ihr da auf die lernos.org mal schaut, dann gibt es hier so eine ganze Latte von Leitfäden zu Achtsamkeit. Wie macht man Barcamps, Community Management, Content Curation und so weiter und so weiter. Leadership kommt jetzt raus, Zettelkasten, digitale Zusammenarbeit ist schon da. Wie macht man digitale Trainings? Also zur LernOS Convention, wenn wir so irgendwas 22 oder 23 Leitfäden online haben, die hier verlinkt sind. Da ist eine recht lebendige Community außenrum entstanden. Ist auch verlinkt in dem Beitrag. Ja, da kann man ein bisschen mal reingucken. Die ist auch offen einsehbar, also kann man auch reinschauen. Ohne dass man sich gleich einen Zugang anlegt, mit einem ganzen Haufen Veranstaltungen, die da laufen, gibt es so einen Community-Kalender. Ich glaube, es sind so irgendwas um die, wie kann ich das sehen, Benutzer, hier oben sieht man es immer, ne, so knapp 1300 Leute quasi, die da aktiv sind. Also das ist so das Thema, was ist LernOS. Und hier oben, ich habe es im Blogpost verlinkt, da ist so eine kleine Intro-Web-Präsentation, da ist das alles so ein bisschen erklärt, warum, wieso, weshalb. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da mal durchklicken und sonst würde ich am Ende auch in der Q&A könnt ihr noch mal tief fragen. Genau, dann würde ich so ein bisschen eingehen auf die Geschichte, diese Convention.
Es gab schon im Business Management, das war eigentlich so der Platzhirsch von 1999 oder 98 bis 2015 gab es die NoTech, von der Bitkom organisiert. Das war quasi so das jährliche Klassentreffen der Business Management Community. War in München, war in Frankfurt, war in Hanau. Und die Bitkom hat irgendwann gesagt, sie stellen das ein zugunsten von Big Data. Also das, was zur KI ist, ist damals so aufgekommen als Big Data, Data Analytics. Und da haben die gesagt, das ist uns als Thema wichtiger als Wissensmanagement. Und dann haben wir quasi das so ein bisschen aufgefangen, haben eine Veranstaltung gemacht, die wir No-Touch genannt haben. So als, weiß nicht, ob ihr diese Megatrends kennt, High-Tech und High-Touch als Megatrends. Das war so ein bisschen das Wortspiel. Wir haben die quasi als so ein Jahrestreff der Wissensmanagement-Community platziert gehabt. Na, und das ist dann sozusagen über das LernOS-Projekt übergegangen, erstmal in das LernOS-Camp. Also genau vor der Pandemie waren wir noch in München einmal. Es gibt so eine, seht auf dem Flyer unten, so eine Latte von LernOS-Supportern, also Firmen, die das intern einsetzen. Da war die Lebensversicherung von 1871, hat er gesagt, wir können zu uns in München kommen. Im Headquarter hatten wir quasi das ganze Erdgeschoss, haben dann Camp gemacht, wollten dann 2020 eigentlich das Ganze bei der Telekom in Bonn machen, im Headquarter. Und dann ist aber natürlich Pandemie gekommen, ja, und dann haben wir es umgestellt auf digital. Das war dann auch der Blueprint für die digitale Variante Corporate Learning Camp im Herbst. Haben es dann in 2021 nochmal digital gemacht, so ein bisschen mit dem Thema Agil trifft lernende Organisation. Wir haben so die Agilisten, so Boris Gloger und Co. mal mit reingenommen. Hatten letztes Jahr als Thema The Re-Return of Knowledge Management. Kommen wir jetzt auch gleich noch drauf. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum hier überall so Minecraft-Figuren liegen. Wir haben immer quasi so ein Thema, was sich dann auch im visuellen Design durchzieht überall, ne, wo wir mit spielen und vielleicht bei Minecraft Kids Craften, das ist dieses Jahr quasi das, was wir verwenden dafür. Genau, dieses Jahr eben Crafting Learning Environments. Wo kommt das her? Da gibt es auch einen Blogpost dazu. Gesundheit. Sorry. Macht nichts. Genau, also was ist so die Beobachtung gewesen? Man sieht in den Organisationen, dass wahnsinnig viele Tools über den Mitarbeitenden ausgekippt werden. Also allein jemand, der so eine E3 oder E5 Lizenz von Office 365 hat, der hat ja mittlerweile schon über 40 Dienste aus dem Spektrum. Die fangen jetzt an, sich aufzusplitten in Premium, nicht Premium. Ne? Also so Transkript-Zusammenfassung habe ich nur in Teams Premium. Oder auch bei Analytics ist es so. Ja, dann gibt es jetzt die Abspaltung von Viva. Selbst Viva hat mittlerweile schon über 40 Einzeldienste. Ja, also so, weiß nicht, wer sich erinnert an die Frühzeit von Web 2.0. Ich glaube, am Anfang von Web 2.0 gab es mal noch so Grafiken, da hat man so einzelne Logos hingemalt, ne? So Dropbox, WordPress, und hat damit das Web 2.0 erklärt. Mhm. Und irgendwann mal, als da 50 Logos waren oder 100, wird es total unübersichtlich. Es waren nette Grafiken, aber die haben mir nichts mehr gesagt. Ne? Und dann hat es angefangen mit so, was weiß ich, wie ist das, Social Tool Flower, also irgendwie so Kategorisierungen, ne, wo man dann so außen Kategorien hatte mit 12, 15 Tools und dann die Logos in der Mitte. Und so ähnlich ist das, was jetzt quasi auch intern passiert. Und das, was ich gesagt habe, ist jetzt nur Microsoft 365 Toolchain, daneben gibt es Wikis, daneben gibt es Jira, daneben gibt es Entwicklungsplattformen. Also wenn mal bei Audi mal geguckt, so ein typischer Entwickler, der hat mit so 76 bis 80 Tools zu tun. Und der Professor Koch in München, der hatte mal in der Enterprise 2.0 Hauptwelle, hat das einen Vortrag gehalten und hat einen Satz gesagt, der bei mir total hängen geblieben ist. Er hat gesagt, die Kerneigenschaft von sozialer Software ist, dass sie dem Nutzer keinen Zweck vorgibt. Also anders als ein CRM-System oder ein ERP-System, ne, wo ich sage, da gebe ich Stammdaten ein oder das im Workflow hinterlegt, kann ich mit so einem Wiki oder so einem OneNote alles machen. Ich kann meine Biografie schreiben, ich kann eine Aufgabenliste machen, ich kann ein Projekt managen. Ich kann mich entscheiden, ob ich meine Aufgaben in OneNote führe oder in To-Do oder in Planner oder in Jira. Ja, das heißt, der Möglichkeitenraum für die einzelnen Mitarbeitenden wird riesig groß. Die haben natürlich in Richtung Digital Skills, Digital Literacy in der Schule das alles nicht mitgekriegt. Ne? Also das sind ja alles noch die Generationen, wo in der Stellenausschreibung stand, Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Ja, aber da stand nicht, es wird vorausgesetzt, dass Sie innerhalb oder aus einer Auswahl von 100 Tools für ein internationales Projekt mit 80 Leuten und 20 Externen die richtige Umgebung zusammenbauen. Mhm. Und das ist aber genau der Task, vor dem man steht. Mhm. Ja, und das heißt, was man jetzt so in den letzten Jahren gesehen hat, nach der jetzt speziell Office 365 Einführung, weil das so ist, was in Breite gerade eben Trend ist, ist, dass erstmal das gefeiert wird. Ne? So die gab es am Anfang diese ganzen Grafiken, E-Mail ist, wo das Wissen zum Sterben geht und so weiter. Jetzt hat man irgendwie die Leute, die halt rumweinen, dass sie irgendwie mit 1000 Teams-Kanälen konfrontiert sind. Das ganze Wissen fragmentiert ist in noch ein SharePoint, noch ein SharePoint, noch ein SharePoint und ständig entstehen neue OneNotes. Und die E-Mails sind immer noch da. Und die E-Mails sind immer noch da, ganz genau. Genau. Dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass das ist. Alles in deiner Welt. Genau, dass das ist wie bei Fax. Ne? Fax wird heute auch noch gefaxt, aber nicht mehr so viel. Hoffen mal, dass in 30 Jahren noch nicht mehr so viel geemailt wird, aber es gibt ja jedes Jahr diese Analyse, Anzahl Business-E-Mail und es steigt nach wie vor um irgendwie 3,5 oder 4%. Also da ist noch nicht irgendwie so ein Knick zu sehen. Na, und das ist so die Grundidee, zu sagen, wir haben in dem, sprich da mal ein bisschen, gehe nicht auf alles ein, in dem Lernungsleitfaden für Organisationen mal so eine Modern Internet Landscape gemacht, also mal gesagt, was sind denn so die Top 10 Plattformen, die man typischerweise in so einem Intranet hat. Ja, neben Portale irgendwie, ich kann mir als Mitarbeiter in einem SharePoint Online einen Blog klicken, ich habe Newsletter-Plattformen, ich habe File-Share, ich kann mich entscheiden, in meinem OneDrive einzelne Ordner freizuschalten. Ich habe die ganze Workflow-Automation-Schiene, Low-Code, No-Code, also Power-Plattform, Power-Automate. Jetzt natürlich überall GPT, die ersten haben OpenAI-Services integriert in ihre Office 365-Tenants, ne, wo alle davor stehen, ne, und sagen, ich habe noch nicht mal bei OpenAI im Chat was eingegeben und jetzt könnte ich es schon am Arbeitsplatz verwenden. Ne, und das heißt, diese Idee, dass das irgendwann abflacht, das ist, glaube ich, keine gute. Ne, weil ich sage mal, dieses 1960 ist der Transistor entfunden, seitdem haben wir quasi exponentielles Wachstum. Ne, das heißt quasi, die Steigung steigt und es ist nicht so, dass nächstes Jahr dann mal endlich die Liste der Tools klar ist und wir dann hinschreiben können, okay, das verwendest du dafür. Sondern wir müssen eigentlich selber uns im Sinne von die Belegschaften in die Lage zu versetzen, medienkompetent damit umzugehen, ne, und zu sagen, ich kenne das alles oder ich kenne vieles. Ich mache mir Gedanken, ob das zu meinem Thema, zu meiner Arbeitsaufgabe passt oder nicht. Und wenn es passt, dann eigne ich es mir an und wenn nicht, dann lasse ich es auch links liegen und habe auch nicht ständig Angst, Sachen nicht mitzubekommen. Hat man vorher auch immer noch diese FOMO-Posts im Chat heute früh. Ja, und das gilt halt sowohl jetzt auf einer organisationalen Ebene, als auch wir haben so ein Canvas gemacht quasi für den Workplace, ne, weil wir da auch, das ist hier geordnet nach dem Seek-Send-Share-Modell von Harold Yaki, aber auch sich eben überlegen muss, was sind denn meine Input-Kanäle, ne, also was kommt so auf mich zu? Habe ich noch einen Feedreader? Was passiert jetzt, wenn Twitter stirbt oder da nur noch irgendwelche rechtsradikaler Kram drauf ist? Muss ich mich mit Mastodon beschäftigen oder nicht? Höre ich Podcasts? Mache ich das bei Spotify? Mache ich das woanders? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, ne, die man sich selber stellen muss. Und das ist vielleicht jetzt zu dem Thema das Letzte. Ich habe es mal hier oben rein. Das schöne Peter Drucker Zitat. Sozusagen über Knowledge Work. Und im Kern sagt er, dass die Verantwortung sozusagen für die Produktivität zunehmend bei den Knowledge Workern liegt, weil die direkten Chefs schon gar nicht mehr verstehen, was der Knowledge Worker macht. Mhm. Ja, und auch nicht, in der Regel auch nicht, wie es bei euren Chefs ist, aber auch die Chefs sind auch die haben vielleicht eine Assistentin und die kriegen noch ihre E-Mails gemanagt. Also das sind jetzt nicht die wissen, wie man irgendwie in einem international verteilten Team, was asynchron arbeitet, Teams so aufsetzt, dass verteilte Wissensarbeit gut funktioniert. Also am Ende. Und wenn es einer schreit, ja, aber die HR-Abteilung muss sich doch ein Konzept überlegen, dann müssen wir gleich aus dem Raum schicken. Also das sind in der Praxis wahrscheinlich die Letzten, die auf den Trichter kommen werden. Mhm. Und was bleibt übrig? Wir müssen es irgendwie selber machen. Das ist so ein bisschen das Fazit. Und das ist quasi das Hauptthema, was wir da eben spielen wollen und sagen wollen, okay, es gibt eine große Menge von Möglichkeiten. Das hat auch ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde das eine McKinsey-Paper. Kennt das jemand diese Grafik hier? Das ist ein McKinsey-Paper, das heißt Agility, it rhymes with stability. Und die Grundidee quasi für die moderne Organisation ist, dass ich ähnlich wie bei einem Smartphone, das ist die Metapher, einen stabilen Backbone, nennen die das, brauchen. Also ich brauche eine Struktur,
Ich brauche so eine Homebase. Ich muss wissen, wer ist so derjenige, zu dem ich gehe, wenn ich mehr Geld brauche oder wenn ich überlastet bin. Und dann bin ich aber in ganz vielen Projekten hier in der Community. Und hier habe ich noch jemanden, der ist vielleicht fachlich mir vorgesetzt, aber nicht disziplinarisch. Ich brauche eine klare Governance-Struktur. Es muss klar sein, was machen wir, was machen wir nicht, was sind Regeln, was sind Prinzipien. Und ich brauche halt auch klare Prozesse, wobei die Prozesse natürlich öfter hinterfragt und geändert werden, als es in der Vergangenheit war. Also das ist nicht so, diese 9000 Ordner wird alle 10 Jahre neu gedruckt und verteilt. Das ist ja auch in so Definition der Wissensgesellschaft steckt drin. Wissensgesellschaft ist eine, die ihre Regeln und Normen kontinuierlich hinterfragt, weil sie eben dazulernt. Und das ist da auch nur das, was wir oben drauf setzen, ist, was McKinsey mit diesen Dynamic Apps beschreibt, wo ich dann sage, okay, in diesem Kontext, jetzt startet gerade das Projekt mit den und den Zulieferern, da machen wir das irgendwie anders. Oder da nutzen wir jetzt dieses Tool, obwohl es nicht in der Prozessbeschreibung steht. Also ich brauche so einen dynamischen Layer, der quasi oben drauf liegt, so wie wir wahrscheinlich alle andere Apps auf unserem haben. Das ist alles irgendwie unterschiedlich und im Verlauf der Zeit ist auch irgendeine App, die man jetzt heute braucht fürs Corporate Learning Camp, die war vielleicht letzte Woche schon bei mir im Homescreen und ist noch 2 Wochen da und dann ist sie wieder weg. Und das muss sozusagen muss man sehr dynamisch handhaben können. Und das wollen wir so zum Thema machen. Also welche 21st Century Skills brauchen wir, um sozusagen auch zu verstehen, was da alles passiert, um auch von sowas wie ChatGPT nicht überrollt zu werden. Weil das hat man schon vor vielen Jahren erahnen können, was da kommt. Und dann aber in dem Moment, wo es da ist, auch sagen zu können, okay, wie gehen wir jetzt damit um, wie organisieren wir uns und wie craften wir das so, dass wir sozusagen am Ende in unserer Minecraft-Welt gut überleben. Ja. Die Herausforderung so im Corporate-Kontext, also wie bei uns in einer großen Firma, ist dann allerdings, dass du so dynamisch über den Einkauf nicht agieren kannst. Also neue Tools, die rauskommen, die uns interessieren, dürfen wir eigentlich nicht benutzen. Ja. Und wenn du so einen Prozess anstößt mit der ganzen Prüfung von Data Privacy Security, ist schnell mal ein halbes Jahr im Land. Das ist so immer so ein Spannungsfeld, immer noch eine Grauzone. Ja, jetzt kann man sagen, halbes Jahr ist ja nichts. Wenn es gut läuft, ein halbes Jahr. Gerne länger. Genau. Also ich denke, man muss sowas wie ChatGPT muss man so ähnlich sehen wie mit der Einführung vom Internet oder dem Smartphone. Ich glaube, das ist eine Entwicklung von der Größenordnung. So wie es heute noch Leute gibt, die mit ihrem Smartphone nicht alle Möglichkeiten ausreizen oder vielleicht sogar komplett das verweigern und noch ein Feature Phone haben, wird es jetzt einfach eine Weile brauchen, bis das die Arbeitswelt durchdringt. Wir sind sogar noch auf dem Punkt, dass Leute noch nicht mal davon gehört haben, dass es existiert. Genau. Hört ihr eigentlich, wenn Leute hier sprechen im Raum, oder sollen wir einen Würfel werfen? Ja, ihr hört das? Geht. Dann stellt mal den Würfel zumindest darauf. Ja, dann haben wir da die Mikros in der Nähe. Genau. Ich habe noch oft genug mit Menschen zu tun, die haben noch nach einem halben Jahr nicht gehört, dass ChatGPT existiert. Ja. Ja. Das ist das Gute, dass jetzt die Schüler alle ihre Hausaufgaben damit machen. Wird das nicht glücklich endlich mal beruhigt? Spätestens heute. Elternsprechtag davon mit, genau. Genau. Was da vielleicht spannend ist, Gerd, weil du das erwähnst, wenn man so in die Organisationssoziologie guckt, so Judith Muster, Stefan Kühl und so, was ich habe da. Die sprechen oft über das Konzept der brauchbaren Illegalität. Also das heißt, du hast in so großen Umbruchphasen hast du sozusagen Anlässe, wo du sagst, du machst etwas, was eigentlich in der Organisation nicht erlaubt ist, was sie aber eigentlich will. Vielleicht ist es noch nicht erlaubt. Ja. Und das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, wo jetzt die ersten anfangen. Also Siemens hatte zum Beispiel einen eigenen M365-Tenant mit OpenAI-Services und ich kann einen Request stellen, dass ich sozusagen dort den Service nutzen kann. Und bei anderen ist noch so, ihr dürft euch mit der Firmen-E-Mail-Adresse nicht bei OpenAI anmelden, sondern das geht noch über Gmx und Gmail-Adressen. Ja, genau. Und seid ihr dann so irgendwo in dem Mittelfeld. Also Schwarzgeldkonten ist eine gute Basis. Das ist Geld. Genau, das ist so das Thema und jetzt würde ich so ein bisschen noch sprechen über das Format. Der Christian ist ja da, Florian Städler hat ja mal den Begriff geprägt eines Multiformat-Events. Den finde ich eigentlich ziemlich treffend für das, was die LostCon ist, weil wir auch den Namen umbenannt hatten von LostCamp in LostCon, weil wir kein Barcamp sind, kein rein rassiges.
Das heißt, wir haben eine ganze Menge verschiedener Formate. Wir sind als Veranstaltung 1,5-tägig. Ich kann auch gleich noch im Programmdraft reinschauen. Wir starten mit Impulsvorträgen, die eher so TED-Talk-artig sind, also so 20 Minuten ohne Q&A, sehr kompakt. Da wird zum Beispiel dieses Mal jemand drüber sprechen, wie Raum auf unsere DNA wirkt, also Epigenetik. Was machen sozusagen Umgebungen mit uns? Wo man ja ganz oft über Mindset spricht. Christian, wir waren neulich auf einer Veranstaltung, da hat jemand gesagt, jedes Mal, wenn Mindset gesagt wird, stirbt ein Kätzchen. Einfach Bullshit dahinter steckt. Also sich mit so Sachen mal zu beschäftigen. Und da finde ich es immer gut, einfach Leute auch zu haben, die so, wenn alle im Plenum sind, quasi einmal so eine Intro geben und machen, wenn so ein Thema reingeht, was normalerweise nicht als eine Bathroom-Session entstehen würde. Dann haben wir einen Strang von sogenannten Lightning Talks. Das habe ich über langsam im Chaos Computer Club. Da gibt es das immer bei den Konferenzen. Es gibt sogar 3 Stunden Lightning Talks jeden Tag. Und Lightning Talk heißt einfach, das sind 5 Minuten Vortragszeit. Also vielleicht kennt ihr so Pecha-Kucha-Events oder sowas. Da hat man irgendwie 20 mal 20 Sekunden, also 20 Folien nach 20 Sekunden. Und das ist ziemlich cool, mal so, was weiß ich, Quantencomputing in 6 Minuten 40. Weil da muss jemand das wirklich auf den Punkt bringen und kompakt mal runterbrechen. Und da sagt man, okay, das interessiert mich oder nicht. Wenn es mich nicht interessiert, habe ich nur 5 Minuten meiner Lebenszeit investiert. Wenn es mich interessiert, hat man hinterher ein Programm, wir haben so Meet-the-Speaker-Sessions, wo man dann sagt, okay, da kann man dann 45 Minuten den nochmal am Stöckelchen nehmen und tiefer bohren. Aber bei 3 Stunden sind es 36 Themen, die durchlaufen? 5 Minuten? Ja, 12 pro Stunde, ja. Also, absolut. Genau. Komplett nicht innerlich zusammenhängen, sozusagen einfach durch die Welt. Okay. Genau, also wenn du, wenn ihr auf YouTube schaut, da gibt es zum Beispiel 36. Chaos Communication Kongress und dann Lightning Talk. Da hast du jetzt zum Beispiel Lightning Talks Day 3, müssen wir mal gucken. 1:55, also 2 Stunden war es jetzt da, je nachdem, wie die Tage sind. Da kann man natürlich gucken, was einen wann interessiert. Und wir haben uns ja auch, also kann man vielleicht hier sehen, machen wir gerade die von 2022 auf. Also wir haben auch schon mit der Pandemie angefangen, Recording by Default. Es gibt immer so ein retrospektiven Video, da ist die Veranstaltung ein bisschen eingefangen. Wir tun aber auch komplett alles aufzeichnen. Also wir haben die Teilnehmerinnen, die da waren, die Impulsvorträge, die es gab. Wir hatten letztes Jahr Live-Sketchnoting, das kam sehr gut an. Also vorne ein Tisch quasi aus dem Sketchnoting-Leitfaden. Da saß einer, hat gezeichnet mit einer Webcam drüber, haben wir vorne live an die Wand projiziert. Ja, das war total cool. Das haben wir hinterher hier bereitgestellt. Hier ist die Staffel an Lightning Talks. Da war dann zum Beispiel, was ich hinter den On the Way to New World Podcast, die haben wir dann das Buch rausgebracht. Und die hatten da auch irgendwie über 100 Folgen On the Way to New World. Und haben wir gesagt, nehmen halt mal eine von den Autorinnen und sagen, was ist denn jetzt nach 3 Jahren eure Essenz zu New World in 5 Minuten? Nicht von ChatGPT, sondern eben von den Menschen dahinter. Vielleicht kann man das in Zukunft dann auch durch eine KI machen. Aber das ist immer, das kommt immer sehr gut an, weil man halt in sehr kurzer Zeit sehr viel Themen abarbeiten kann. Dann haben wir quasi ganz normale Session-Runden an den Tag 2, also an dem vollen Tag. Und haben was adaptiert, das sieht man jetzt hier in der Doku nicht. Das sind sogenannte Assemblies. Also das ist der Raum, wo das Plenum ist. Da stehen nicht Reihenbestuhlungen, sondern da stehen 8er-Tische. Und da kann dann zum Beispiel wir hatten einen Podcasting-Tisch, wo das Team vom Podcasting-Leitfaden sagt, hier ist die ganze Zeit ein Podcast-Studio aufgebaut. Ihr könnt bei uns vorbeikommen, ihr könnt was aufnehmen, wir können euch das erklären, wir können darüber sprechen, wie ihr in der Firma einen Podcast aufnehmen könnt, wie man das mit Standard-Tools machen kann. Also das ist so ein bisschen wie, ich sage jetzt bewusst nicht Messestand, aber so eine dauerhafte Anlaufstelle zu einem Thema in der Veranstaltung. Genau, und da wollte ich jetzt eben auch nochmal ein bisschen zeigen, was wir dieses Jahr neu machen. Also wenn das interessiert auch, letztes Jahr, weil es das erste Mal Hybrid war, da springe ich mal runter. Es gab Feedbackrunde und so einen Evaluationsbericht hier unten. Und hier ist der komplette Evaluationsbericht verlinkt mit den Top 10 Learnings, die wir quasi rausgezogen haben. Also wer jetzt so selber hybride Events macht, das ist eine ganz gute Datenbasis, um da mal ein bisschen reinzugucken, was hat gut funktioniert, was nicht. Und im Prinzip sind die 11 Sachen sind auch alles Dinge, die wir jetzt dieses Jahr aufgegriffen und umgesetzt haben. Und natürlich haben wir uns aber ein paar neue Sachen überlegt.
Das eine ist, wir haben letztes Jahr als hybride Launch Slack verwendet. Weiß nicht, wer in Slack die Huddle-Funktion kennt. Das ist quasi Audio-Chat. Also da kann man sehr schön in so einen Kanal rein. Verbunden. Und Slack hat aber da sein Businessmodell so ein bisschen angezogen. Also die Kostenseite sieht es irgendwie ziemlich unattraktiv aus im Moment. Außerdem hat es ein paar Sachen nicht gehabt, die Discord hat. Also das heißt, wir haben dieses Jahr auf Discord geswitcht. Die Sessions sind nach wie vor alle in Teams. Wir haben so ein paar Leute, die da, ja, vielleicht, weiß nicht, ob sie Berührungsängste vor Discord haben oder wenn sie so ganz, ganz bewusst von der Firma kommen und dürfen kein Discord verwenden. Ne? Das ist oft so ein Ding, aber da kommen halt viele einfach mit ihrem privaten Endgerät. Aber das ist, das kann ja sein, Moment, ich starte es mal hinter, kommen wir dann nochmal rein. Zeige ich es euch erstmal im Screenshot. Das ist bei uns so, bei der SAP. Dumm Gerät wird kein Discord. Das ist ja, ist das überall so, genau. Wobei das für Discord ist dann eher, wenn man jetzt so Learning Circles macht, ne, da habe ich eh dann eher so ein Smartphone und habe einen Knopf im Ohr oder nutze es über einen Webbrowser. Das finde ich auch cool, weil bei Discord wirklich Feature-Parität ist. Egal, ob ich jetzt die App nutze oder die Desktop-App oder Web, ich kann überall alles machen. Und das ist auch von der Usability ungefähr gleich. Ja, also das heißt hier, seht ihr schon im Aufbau, das ganze Orga-Team kommuniziert schon darüber. Ne? Also wir schreiben im Orga-Team überhaupt keine E-Mails, das ist alles nur Chat. Und hier sind dann eben Lobby und das Programm, die Vernetzungsinseln. Da sage ich gleich noch was dazu, zu den Lerncirkeln. Ne, da kann ich quasi einfach Orga-Call zum Beispiel, seht ihr hier vorne, das hat hier einen Lautsprecher, kein Hashtag. Hashtag ist Symbol für Sprachchat, Lautsprecher ist Audio-Chat. Ne, das heißt, hier ich bin sofort in einem Audio-Call und kann mit ansprechen, die da drin sind und sehe vor allen Dingen auch bei allen Räumen, wer ist. Ne, das ich immer wichtig finde. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch auch so ganz arm unterwegs war, wie so IRC und solche Sachen, ne, wo du wirklich jedem Kanal ansiehst, wer da drin ist. Und du siehst, wer kommt rein, wer ist online, wer geht raus. Ne? Was ich hier, welche Leute aus dem Orga-Team sind online, das kann ich gerade ansprechen. Ne, wer springt in den Raum rein, wer springt raus. Ich habe Übersicht über wer ist wo in der Fläche, was ich jetzt in so einem Barcamp habe. Ne? Ich könnte gucken, ist gerade jemand in der Lobby, ist in den Räumen jemand. Und das sehe ich halt bei so Teams und Zoom-Konferenzen nicht, weil ich überall erst reinspringen muss, bis ich sehe, wer ist da drin. Das ist meine Frage, ja. Google zu nutzen sozusagen, weil das machen wir firmenintern und das kann man ziemlich viel davon. Ist das nicht frei genug, um es als Organisation zu verwenden? Ich kenne mich mit der Google-Welt nicht gut genug aus, muss ich gestehen. Das ist so Google Meet und sowas. Genau, dann. Weil ja. Du hast im Grunde auch diese ganzen Forensachen und so weiter, ja, relativ in einem System. Ja. Aber ich weiß ja nicht, es dürfte eine Enterprise-Lösung sein. Deshalb weiß ich nicht, ob da die Konnektionen sind. Genau. Die lassen wir inzwischen auch ganz gut zu, sozusagen. Ja, kann man sich mal anschauen. Ja, genau. Das ist grundsätzlich nur kostenlose Sachen. Ist die Idee. Ja, kostenlos. Ja, nee, das Slack hat man auch bezahlt letztes Jahr. Also es war nicht kostenlos. Halt Sachen, wo wir das Gefühl haben, dass das Tool das Konzept der Veranstaltung unterstützt. Okay. Und die. Wir haben so ein Audio-Only-Barcamp, also ein Barcamp mit nur Audio, da nutzt man dieses Jahr auch Discord, weil da gibt es so eine Stage-Funktion, wo du quasi sagst, nur Leute auf der Stage können sprechen und die anderen zuhören. So ein bisschen wie Clubhouse kann man da nachbilden. Ja, und deswegen war das einfach passend, das mal auszuprobieren. Und gerade auch mit dem, weiß nicht, seht ihr hier, wir haben quasi einen Minecraft-Server auch online, wo Leute Minecraft bauen können. Ja, und haben dann eben, sagen wir mal, diesen Bezug zur Gaming-Welt, also die ganze Gamer-Welt, die sind halt alle auf Discord quasi. Ne? Da gibt es so gut wie nichts anderes. Mehr. Wenn nicht noch so Retro-Leute irgendwie in Mumble oder Teamspeak oder so unterwegs sind. Was ähnlich wie Teamspeak die Audio-Funktion. Ja, und ist halt auch also von der Qualität halt echt High-End. Also ist halt wirklich, wirklich High-Fi-Qualität da drin. Du kannst dir selber, ich kann einzelne Leute stumm schalten, ich kann die lauter, leiser machen und also weiter. Also das ist, hat sehr viele Möglichkeiten. Das Ging oder Teamspeak habe ich auch schon. Ja, ja, ich könnte es auch machen. Ja, du kannst das war echt genau. Kann dann Teams auch in 10 Jahren verlangen. Ja. Genau, also das ist ein neuer Punkt. Dann haben wir, weiß nicht, ob ihr den Blog mal gesehen hattet, von Nele Hirsch, Bar Circles, also Barcamp plus Learning Circles. Das hatte letztes Jahr der Björn Moos-Mehrholz mal gesagt als Begriff und die Nele hat es aufgegriffen. Das ist im Prinzip so die Idee, dass man so eine Veranstaltung nicht als Einzelperson durchläuft, sondern gemeinsam in der Lerngruppe. Und die Lerngruppe sich so findet, dass die ähnliche Interessen haben. Das heißt, wir haben dieses Jahr mit abgefragt, mit der Anmeldung oder fragen es gerade ab, wer interessiert sich denn für welche Themen? Und dann bilden wir quasi in dem Concept Board so Thementische, wo sich dann solche Circle bilden können. Die kriegen alle so eine Minecraft-Grafik als Erkennungssymbol, die dann auch auf die Namensschilder kommen.
Und darüber liegt jetzt der Lego Serious Play Prozess, ja, wo sie eine Challenge bekommen. Also die Challenge ist zu sagen, was sind denn für uns die essentiellen Elemente in unserem Learning Environment und die in einem Kit mit. Also jeder kriegt am Eingang, aber eben auch über die, wir haben so ein Remote Catering, also alle Online-Teilnehmer kriegen Remote Catering zugeschickt, eben auch Lego Serious Play Kit, ne, wo sie das bauen können, entweder so oder mit Lego elektronisch oder in Minecraft, und dann bauen sie es erstmal für sich individuell als Modell. Dann müssen sie in der Gruppe ein gemeinschaftliches Modell bauen, wo sie es zusammenführen, und am Ende tun wir dann quasi daraus so ein Systemmodell machen, wo wir sagen, okay, das ist so das Fazit der Gruppe, und damit liegt so eine Art Lernprozess über den ganzen 2 Wochen, und das wird dann als Session eine Woche später, Christian von der DATEV ist da, auf dem Digicamp von der DATEV eben als Session dann als Ergebnis präsentiert. Also das probieren wir diese aus. Der Anlasspunkt, warum wir das gemacht haben, war die Beobachtung, dass letztes Jahr auf der Burg, wenn ihr das Zusammenfassungsvideo mal guckt, da haben sich ganz natürlich überall die kleinen Gruppen gebildet. Und online gab es ein paar und Hybrid gab es ganz wenig. Ja, und das wollen wir dieses Jahr pushen, dass wir erstmal Leute in so einem Prozess alle in Gruppen stecken. Wenn dann einer sagt, habe ich keinen Bock drauf, ich will nur ein Bier trinken oder ich gehe abends mit der Family zum Abendessen, ist natürlich okay. Aber die Vermutung wäre, dass wir das 80-20 ein bisschen gekippt kriegen und dieses Jahr eher 80% dabei sind und nicht nur 20% dabei sind. Genau, damit da so dieser informelle Austausch besser funktioniert, werden wir sogenannte Vernetzungsinseln machen. Ein Prototyp seht ihr draußen an der LernOS Assembly. Also das heißt, das sind im Kern eigentlich die Podcast-Tische, die wir es ja auch schon hatten. Da liegen Headsets und die sind halt dauerhaft in Discord eingewählt. Ne? Also da, wo man hier jetzt sieht in Discord, gibt es hier die blaue, die grüne, die pinke, die gelbe Vernetzungsinsel. Da wird Gabriele dann auch die Tape-Art machen, also die Neonbänder, die ihr gesehen habt, ist quasi der Prototyp fürs Tapen, dass wir in der Veranstaltungsfläche die Vernetzungsinseln visuell abgrenzen können und auch so eine Art Verkehrsleitsystem haben, ne, um die Leute dahin zu leiten. Und wir dann zum Beispiel so ein Meet the Speakers mit Leuten, die einen Lightning Talk gemacht haben, an der Vernetzungsinsel machen können. Und wer will, der setzt sich einen Hörer auf, geht draußen in der Natur spazieren und wählt sich ein und stellt seine Fragen dem Referenten. So die Idee. Und dann kam noch letzter, und dann können wir schauen, was ihr für Fragen noch habt. Dann habe ich viel geredet von einer Firma, die haben das intern bei sich in L&D gestreut. Da waren halt, also dass sie auf die Veranstaltung gehen, da waren ganz viele, die halt nicht Deutsch sprechen. Und dann hatte der Marcel Kirchner, der ist auch jetzt hier im Corporate Learning Camp unterwegs, angeregt, ob wir nicht mal das öffnen für mehrsprachig. Und dann haben wir gesagt, na, unsere Kerncommunity ist schon eigentlich Deutsch, und das wäre jetzt auch, das immer, wenn man jetzt so eine Session auf Englisch macht, das läuft immer anders, ne? Weil es nicht so, nicht für jeden gleich flüssig ist, sich im Englischen auszudrücken. Aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem den Einstieg mal wagen und haben jetzt dieses Jahr auf der einen Seite Ticketshop, CFP und so weiter, alles auch in Englisch gemacht. Wir werden die Impulsvorträge alle simultan übersetzen. Hoffentlich mit dem neuen Teams Simultan-Dolmetsch-Feature, also mit Menschen, nicht mit KI. Und die Lightning Talks auch. Und dann wollen wir halt gucken, dass wir Learning Circles bilden, wo die Circles dann Englisch oder auch jede andere Sprache sind. Also im Prinzip sind auch Spanierinnen dabei zum Beispiel. Ne? Und dann die Sessions wollen wir gucken, dass einer von 4 Sessionsträngen quasi ein Englischer ist. Ne? Dass man sozusagen im Prinzip das ganze Programm jetzt nicht mit der ganzen Auswahl, aber zum Teil eben auch als International durchlaufen kann. Da können wir dann im Herbst oder nächstes Jahr beim CLC berichten, wie das funktioniert hat. Also so viel mal als so ein Überblick zu Motto und Format. Und wenn ihr Fragen oder auch Ideen oder Anregungen habt oder sagt, coole Sache, wenn ich in der Orga dabei sein und mithelfen, dann haben wir jetzt, was kann ich, wie viele Minuten dafür? Genau, 25. 10. Stimmt. 9. Vielleicht, Christian, wenn du meinen Remote Buddy machst, falls sich da jemand meldet. Ich habe jetzt hier nur einen Screen. Perfekt. Also hat jemand. Also ich würde einfach mal kurz in den Raum schmeißen. Ich finde die Idee mit den Lego-Bausteinen, dass es zuerst mal eine Eigenbeschäftigung macht, dass jeder zuerst mal mit seinem Thema sich auseinandersetzt, die Bausteine mal fühlt und überhaupt mal reindenkt in das Thema. Und dann die Integration in der Kleingruppe und dann auch die Integration in die Großgruppe ist genial. Weil genau das braucht es ja eigentlich. Zuerst die Beschäftigung mit dir selbst
dass du bei dir ankommst. Dann guckst du, was braucht mein Gegenüber, was braucht derjenige und dann, was braucht die gesamte Gesellschaft. Also der Schritt ist genial. Weil das ist genau das, was ich mittlerweile auch herausgefunden habe. Wenn man etwas verändern will, langfristig an diesem Gebäude Gesellschaft, dann muss man so anfangen. Vom Kleinen zum Großen. Ja. Und sie wirklich zuerst mal eine Aufgabenstellung und auch wirklich in Spürung kommen. Mal sehen, wie das Material und wie das trägt. Baut ja so kleine Brücken auch mit Holzmaterial und Ähnliches. Das sind ja auch Erfahrungen, die sind toll. Ja. Wenn man dann plötzlich merkt, im Austausch mit anderen, da kommen ja ganz andere Ideen noch zustande. Die sind ja noch viel besser und dann ergänzt man sich. Und das ist ja ein Prozess, wo man dann durchläuft, wo man plötzlich merkt, ich bin auch schon ein Stück weit gekommen, aber gemeinsam mit sind wir noch besser. Und alle zusammen und jeder hat schon mal eine gewisse Vorstellung. Man kann schon mal so ein bisschen abwägen, was denn funktioniert und was nicht. Ja, ja, schön. Und das, was dazwischen halt noch passiert, das ist ja auch spannend. Ja. Wo können die Leute ein Stück weit zurücktreten und wo sind einfach die Grenzen des Zusammenarbeitens? Also da bin ich gespannt. Also da könnte auch, mein Lego Serious Play ist ja so, das Set muss man kaufen, das ist klar. Aber die Grundbeschreibung gibt es mittlerweile als eine Open-Source-Beschreibung. Das heißt, da kann man sich mal so ein bisschen rein und letztendlich in dem, was wir gemacht haben, haben wir uns da auch dran orientiert. Und da ist auch so diese Prozessstruktur, wie läuft das ab? Es gibt ein paar gute Bücher, auch dann speziell zu, wie geht Lernen mit Lego Serious Play. Also das wollen wir uns so ein bisschen in der Community als erwarten. Und natürlich auch in digital, ne? Also mal vor Jahren, da gibt es noch so ein ganz wackeliges Foto dazu auf einer Digital Workplace Konferenz, Enterprise 2.0 Konferenz, links dieses Lego Serious Play Modell gebaut, was sozusagen die brückenbauende Funktion von Wissensmanagement versucht zu verdeutlichen. Und rechts ist es in Studio 2.0 einfach nachgebaut und gerendert. Und das ist quasi fotorealistisch, ne? Und ich könnte jetzt quasi in so einer Gruppe auch sagen, exportiere mir mal dein Modell, ich schicke mir die zu, ich importiere mir die Papiere und baue dann das Gruppenmodell quasi gemeinsam online auf. Gibt es jetzt wieder, was du bloß eine Moderatorin bist, du bist ja eine Moderatorin, die da einen gleich aus dem Fenster schmeißen und sagen, das muss immer haptisch und mit den Bausteinen sein, aber ich bin auch damit zu experimentieren und zu sagen, wir bauen das jetzt mal in virtuell oder wir bauen das in Minecraft, weil es eigentlich darum geht, die Idee zu visualisieren und zu beschreiben und ob ich das dann haptisch mache oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Und wir merken halt auch, letztes Jahr hat man auch schon Minecraft eingebettet, so mit der Message, nehmt zu Hause auch eure Kinder mit rein und die Junggebliebenen, ne? So ein bisschen Wetten, das Event, weil das ja in der Pandemie immer so schwierig war, wenn die Eltern waren tagsüber in Konferenz und haben dann gesagt, ja, ich gehe schnell Abendessen mit euch. Und dann bin ich aber im Abendprogramm. Deswegen haben wir immer so Abendprogramm gemacht, was halt so Wetten, das tauglich war. Ja, und das merkt man jetzt, dass sowohl das Minecraft haben dann, oder Mindtest, wir spielen die Open-Source-Variante, ganz viel angefangen zu spielen, wo die Kids jetzt heute noch zusammen sind in der Community auf dem Server. Ja, und das merkt man jetzt auch, dass diese Links, ne, und jetzt erst anfangen, eben kriegst du E-Mails geschickt, ah, mein Sohn hat das und das gebaut, könnt ihr das irgendwo für verwenden? Also was so ein bisschen langfristig gedacht, auch junge Leute mit in die Community bringt, ne, und man vielleicht in Zukunft mal so ähnlich wie das EduCamp auch so ein Kids-Space oder Kids-Area hat. Was auch nochmal so ganz andere Ideen und Herangehensweisen ins Lernen vielleicht mit reinbringt. Eine Frage. Ja. Wie schaffst du das denn? So ein, zwei Sachen hast du schon gesagt, dass es mehr ist wie nur ein einzelner Event, sondern dass eben Sachen entstehen, also Community, Gruppen, Circle, wie auch immer. Also dort auch im nächsten. Ja, wir haben verschiedene Fixpunkte, ne? Also jetzt, was weiß ich, zum Beispiel heute früh. Habe ich das hier in die Kommentare geschrieben. Heute früh kam irgendwie jemand an die Leno-SS-Assembly, da ist reingeschrieben. Der hat irgendwie gesagt, kann ich vorher nicht. Klaus von euch kommt und sagt, ey, wir haben letztes Jahr irgendwie drei Circle gemacht und waren so begeistert und haben jetzt einen Lernpfad zu Storytelling gemacht und würden das gerne der Community irgendwie zurückgeben. Das ist in PowerPoints dokumentiert, das müssten wir jetzt noch in dieses Lernleitfadenformat reinbringen. Ja, und da wird es jetzt einen Hackathon zugeben, also so eine erste Assembly-Session auf der LostCon. Und dann werden wir so ähnlich, wie wir das mit anderen Leitfäden auch schon gemacht haben. Wenn man da sieht man das irgendwo, Hackathon. Ja, quasi so ein Tag. Und schon finden wir sogar das. Hackathon. Was? Hackathon geschrieben. Hackathon. Ja, das muss doch die KI wissen, dass ich das. Na, das sind dann halt so Hackathons, wo Teams sind. Felix sitzt hier.
der weiß es, hat es am eigenen Leib erlebt, wo wir dann sagen, wir nehmen uns mal einen Tag oder einen Nachmittag und ziehen quasi die Leitfäden komplett auf die Lernwerksinfrastruktur. Ne? Und dafür braucht man dann halt auch, deswegen habe ich vorhin mal die Community-Plattform mit dem Kalender gezeigt, ne? Man braucht ja irgendwie so einen Ort, wo dann so eine Community hinterher nach dem Event auch zusammenbleiben kann und Themen weitertreiben kann. Ohne dass man jetzt die Anforderung hat, dass aus jeder Session irgendwie was rauskommt, was man weitertreibt. Ne? Aber aus 20-25% der Sessions oder der Aktivitäten vielleicht schon. Das ist halt eigentlich ein, ich vergleiche es immer gerne damit, ne, die viele, viele so Veranstaltungsmacher, die haben halt auf so ein Event, eine Event-Management-Brille, also sagen, das ist so 2 Tage Event, hier, wir müssen Landingpage, müssen es vermarkten und Catering muss stehen und danach machen wir noch Retro und das ist abgehakt. Und ich finde die Verbindung immer zu der Community-Management-Brille wichtig, zu sagen, die Leute, die jetzt hier 2 Tage sind, haben die anderen 363 Tage im Jahr auch mit dem Thema zu tun. Für die ist halt dann das Event das eine, aber die anderen Tage sind halt auch wichtig. Vielleicht nicht gleich der nächste oder übernächste, weil ich noch anders sagen. Aber halt im Laufe der Zeit brauche ich weitere Fixpunkte und weitere Punkte, wo man sich eben frisch und Sachen dran treibt. 2 Minuten haben wir noch. Christian, gibt es von online noch was oder aus dem Chat? Noch? Und haben wir einen Appell für dieses wirklich Lego in haptisch machen. Ja. Dann kriegt der Begriff Begreifen noch eine ganz andere Bedeutung, weil ich nämlich wirklich tiefer auch körperlich begreife, was ich da tue. Ja. Und nicht nur kognitiv. Und ich glaube, das ist, wenn ich das in der Mischung habe, wird das noch tiefer verankert. Ja. Und das Lernen findet intensiver statt. So, wenn man so eine, auf so eine Veranstaltung auf den Tisch so eine Kiste Lego stellt, ist immer sofort sind Leute am Bauen. Ne? Das würde, wenn man ein Notebook mit dem Tool hinstellt, würde das nicht so funktionieren. Magst du vielleicht in 15 Sekunden das Wozu kurz klären? Wozu du das genau machst? Wozu ich das mache? Naja, also letztendlich, was uns antreibt, ist halt schon dieser Aspekt Entwicklung zur Wissensgesellschaft. Wir sind als Land ein Land, was eigentlich Wissen als einzige Ressource hat. Aber jetzt genau mit diesem Vorstoß, also mit, jetzt mit Crafting. Also ja, um Leuten, man merkt halt an allen Ecken und Enden, dass die Leute überfordert sind von dem, was ihnen vorgesetzt wird. Sowohl bei den Tools, ne, die stöhnen jetzt, aber was ist denn, gerade hieß noch Yammer, jetzt heißt es Viva Engage und was ist Viva Connections und wie ist das mit den externen Tools? Und jetzt habe ich gerade TikTok verstanden, jetzt muss ich irgendwie ChatGPT. Mhm. Und das ist was, was wir, glaube ich, alter Begriff Medienkompetenz als Skill brauchen. Ne? Sowas uns zu erarbeiten, einzuordnen, zu entscheiden, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht, um einfach stressfrei produktiv zu sein damit. Und Sachen auch nicht, bewusst nicht zu machen. Also, dass wir immer einen spielerischen Eingang dorthin finden, die Tools so zusammensetzen, dass es ihnen wirklich als Werkzeug hilft und nicht überfordert. Genau, mit dem Scope Wissensarbeiter. Mhm. Ja. Okay. Genau, jetzt sind wir, glaube ich, am Ende der Session. Für die, die Lust haben, wir machen heute Abend in der Learners Assembly ein Mario Kart Turnier. Als ersten Preis gibt es ein Freiticket für die LostCon und als zweiten Preis gibt es die Lego Theories. Ja. Also, wer hat an der Säule vorne rechts Liste schreibt. Vielen Dank euch, vielen Dank nach online. Ciao. Danke, Simon. Danke dir. Bis zur nächsten Session. Danke. Ciao.